Ist wieder nicht gerade, aber das ist im Moment egal. Hier kommen sie eh nicht durch. Passt das ja, ich kann das eigentlich so stehen lassen. Ja, nein, das ging jetzt relativ schnell. Wir packen mal noch die paar Sachen aus. Das sind ja nicht viele. Aber wir sind schon relativ voll. Also mit 700 Dach, 30. So. Testen wir noch einen zweiten Tag. Einfach rein in den Tag und dann. Warten wir mal, bis ein paar Mitarbeiter ankommen. Okay, die kommen jetzt alle. Geht's auch allen recht gut. Kommen alle von links anscheinend. So, 5 vor mache ich langsamer. Stehen alle bereit. Und dann 8 Uhr. Laden ist geöffnet. Bei mir sollte jetzt hier keiner hinkommen. Genau, sie gucken sich um, sehen als erstes T-Shirt und so, kaufen irgendwas, müssen dann rumgehen und es läuft perfekt. Einfach. Ich würde aber schon gerne so eine Kassenreihe haben. Vielleicht nicht hier den Durchgang. Er freut sich anscheinend. Wer bist du? Hans. Aber man sieht, man hat hier drüben Ruhe. Es kommt keiner vorbei, es müssen alle rumgehen. Und es gehen, wenn jemand was gekauft hat. Gehen sie einfach durch die Kasse nach draußen. Es dauert natürlich länger, bis man das mal Geld kriegt. Keine Ahnung, was manche Leute immer haben. Das kapiere ich nicht. Kommt keiner an die Kasse oder was? Natürlich. Was dauert Ewigkeiten rumzugehen oder was? Manche wollen anscheinend nicht den weiten Weg gehen. Okay. Ich kapiere noch nicht ganz den Grund. Digga, und es ist jetzt schon geschlossen, Alter. Das war ja nichts. Wow. 5000. Das war ja gar nichts. Was ist denn jetzt passiert? Sehen die die Kassen und haben einfach keine Lust oder was? Das habe ich gerade absolut gar nicht kapiert. Warum sie nicht. Dauert es wirklich anscheinend viel zu lange, dahin zu gehen? Kann das da dann liegen? Dass das viel zu lange dauert, bis man hier einmal rum ist? Nur an, wenn man hier vorne was nimmt? Obwohl man den Rest nicht sieht? Okay, wir testen natürlich noch einen zweiten. Mann, ich weiß, ich übertreibe gerade wieder mit der Zeit. Das wären 4. Vorhin schon. Egal, wir müssen nochmal testen. Ich find's übertrieben, also wirklich. Hier rumzugehen ist auch wohl nicht so schwer. Aber anscheinend für manche Leute ist das anscheinend übertrieben wieder. Ah ja. Komm alle schnell rein. Vorher konnten sie nach außen dann gehen. Liegt das wirklich daran, dass sie die Kassen sehen? Natürlich brauche ich jetzt Peter, wenn er einmal rumgegangen ist. Weil die können ja selber anscheinend nicht mehr durchgehen. Aber hier fehlt schon wieder was. Ey, kannst du mir da. Guck mal, wie sie immer näher kommt.
Und dadurch hat dann sie automatisch auch keine Lust. Das macht keinen Sinn einfach. Was würdet ihr denn sagen, wenn ich den wegmache? Es geht gefühlt dann kaum noch jemand hier lang. Okay, also komplett umdenken. Es muss die Kasse in die Ecke. Ja, ich stelle die wirklich dahin hin. Und dann mache ich hier vorne dicht. Und dann müssen sie hier rum. Dann ist sie nicht mal vorne. Da, wo man sie sieht, wo man rauskommt. Sondern sie ist dann hinten. Aber anscheinend geht es anscheinend, wenn man den einfach da rausnimmt. Aber dann geht hinten keiner. Kauft sich die Sache keiner mehr hin. Nein, es dauert immer noch ewig. Jetzt haben wir gefühlt nicht mehr Profit gemacht als vorher. Wow. 10.000. Okay, soll ich jetzt noch überziehen? Oder soll ich das offline machen? Ich überziehe es natürlich. Wir machen dafür Tag vorher geschlossen, dann wird es denen wieder besser. Ja, und dann machen wir das mal kurz. Wir testen das. Ja. Jetzt muss ich wieder die Kassen geschlossen machen. Marco. Gibt's auch wirklich noch ganz hin. So. Achso, dann wieder auf. Und die auch. Dann laufen. So. Jetzt nehmen wir im Prinzip die hier hinten. Machen hier dicht. Komplett. Nehmen wir erstmal den hier. Und dann nehme ich einfach die anderen hier, dann müssen sie nicht so weit laufen. Wir machen ja nur Tests. Der ist eh leer. So, damit ist es zu. Dann probieren wir mal. Da ist jemand krank, juckt mich nicht, brauche ich nicht angucken. Weiter. Ist ja nur einer, wir haben ja von ihm zwei jetzt. So, dann werde ich. Jetzt kann man hier natürlich nicht mehr lang gehen, der andere darf jetzt auch nicht mehr lang gehen. Bisschen problematisch dann für den Lagertypen, aber. Der hat ja Zeit. Ich mache auch extra auf. So. Wer ist krank? Können die Namen gar nicht alle. Guck mal rein. Dauert natürlich ein bisschen länger, jetzt, bis die Kasse mal geöffnet ist. Weil die müssen jetzt erstmal alle rumlaufen. Aber im Prinzip, okay, es ist der andere von Peter. Hier von Willen nicht einer. Ah, mit, genau. Mach schon da. Jo, geht gut, ne? Bisschen voll und so Zeug. Mach mal Arbeit, Alter. Egal. So, weil die sind nämlich fertig und dann passt was. Okay, die können natürlich jetzt von innen nehmen, auch wenn sie es gar nicht sehen, aber. Das ist wurscht. Welche Seite? Soll ja nur zu sein. Aber im Prinzip meckert keiner mehr. Es liegt wirklich daran, dass man am Anfang die Kassen einfach sieht. Und dass man keine Lust hat, hier außen rum zu gehen. Es liegt wirklich daran. Man könnte dann wirklich immer noch so machen, dass sie hier vorne sind. Da müssen wir aber gucken, dass man das nicht zumacht. Dass dann hier in der Gang weitergeht und dann später es hier ankommt. Kann man so machen. Oder wir machen die Kassen wirklich nach ganz hinten und bauen es hier alles voll und dann rein. Das wäre auch eigentlich besser, weil dann müsste sonst der Bote komplett nach hinten
komplett durchrennen. Aber das einzige Problem ist, ich hätte mal bis 13 Uhr offen machen können. Weil. Und. Boom. Weil es einfach zu früh sonst einfach zu Ende ist. So, haben wir jetzt einen Umsatz gemacht? 10.000 wieder. Kriegen wir auch mal 5. Und 3.000 gehen wieder weg davon. Es läuft noch nicht so, wie es soll. Na gut, was soll man machen, ne? Was soll man da machen? Ja, man muss mit leben, ne? Ich probiere das einfach. Also anders geht's ja nicht. So, mal gucken, was er dazu sagt. Schafft er das denn überhaupt einmal rumzugehen? Oder hat er eine bestimmte Zeit noch? Schafft's auf jeden Fall. Bis 40 dauert's. Aber jetzt sieht das irgendwie nicht. Später brauche ich nicht mehr aufpacken. So, ist geöffnet. Müsste eigentlich relativ laufen. Dann warten wir mal noch diesen Tag ab und dann auf. Sonst werde ich es jetzt mal so machen, dass man vorne auch wieder durchgehen kann. Aber. Aber im Prinzip ist das so das beste Geschäft. Ich werde auch wirklich probieren, dass die Kassen hier vorne stehen. Vielleicht sogar so, dass man hier zumacht, weil dann kann er direkt hier ranlaufen. Und dass einfach hier die Kassen sind. Also hier, dieses Bereich. Dass die dann hier so geteilt werden, dass die dann da wirklich weggehen. Das wäre, glaube ich, am besten. Müsste man nur überlegen, wie man das mit den Hemden und so macht, dass man auch einfach so eine Freisteher hier vorne noch hat und dass die dann so rumgehen müssen. Aber naja, so läuft es im Moment relativ gut. Kauft das hat auch so weitergeht. Ich werde das denn so umgestalten, wie ich gerade gesagt hatte. Ne? Und probieren auch natürlich alle Schränke wieder reinzupacken, sodass nicht weniger Kleidung wird. Und hoffentlich, ich werde mir mal diesen Banktrick mal anschauen, dass wir Geld kriegen, damit wir mal den Rest frei kaufen können. Weil das wird ja dann besser sein. Deshalb haben sie noch Zeit. Wieder der Ching bringt noch Geld. Jetzt nicht mehr. So, wie war das jetzt? Wieder nur 10.000, Alter. Also es macht im Moment anscheinend absolut gar keinen Sinn. Einfach nicht genug. Na egal. So, ich höre es jetzt mal auf. Geh jetzt auch wirklich raus. Und dann bis zum nächsten Mal und dann. Ja. Tschüss.